Hallo, Test, Test. Jo, geht. Boah, Lord Hämchen, Junge! Einfach 3 Punkte abgesahnt. Boah, krass. Krasser Dude. 3 Points. Kimiko, 2 Points. Was ist da los? So schnell, Alter. Einfach Rakete. Eigener Una Point. Rakete! Ich grüße euch, wunderschönen. Backstar für euch duschen. Eben gerade noch. Ich bin keine Cap hier, sonst sind die wieder Haare so platt wieder. Nervig. Na? Speichern. Und zumachen. Ich war eben duschen, hab ich doch gerade gesagt. Gerade eben frisch duschen gewesen. Und bevor ich jetzt den Cap hier aufsetze und alles wieder platt gedrückt ist, lass ich's. Oder? Nee, ich muss Cap hier aufsetzen. Da, schön platt drücken. Da, perfekt. Yoshi Story, ja! So. Auf euch. Ein Vitamindrink. Oh. Vitamine! Vitamine, sag ich da nur. Meine ganzen Snacks hier. Klugi, moin. Meine ganzen Hogwarts-Snacks, ich pack die mal weg. Die ganzen Hogwarts-Snacks. Guck mal, da liegt hier immer noch der Manga. Boah, Alter, ich muss hier aufräumen. Krass. So! Brot geil! Puh. So Leute, ja, gestern ging einfach nicht. Ich musste Hogwarts spielen. Tut mir leid. Keine Chance. Keine Chance, irgendwas anderes zu machen außer Hogwarts. Ging nicht. Ging einfach nicht. Aber jetzt gibt es ein bisschen Mario. So. Boah, hier, was sieht hier? Alter, das ist unglaublich hier. Wie CW denn laufen, Alter? PlayStation-Version, mega. Hier. Er lädt auch. Er lädt. Also für heute Abend alles vorbereitet. Ja! Wir spielen Goku weiter. Wir sind beim Endboss und ich weiß nicht, was danach passiert. Ob es dann noch weitere Level gibt, ob er die rausgepackt hat. Wir gucken uns das Cape-Level an. Und bevor wir jetzt Zeit verlieren, ich mache heute nicht zu lange. Minimum bis 9. Also 2 Stunden. Und dann gucken wir mal weiter. Ganz ehrlich, wir gucken einfach. Wir machen echt tiefenentspannt. Zinnet, moin. Wir machen ganz entspannt. So, was wurde wieder bestellt? Ich gucke mal eben. E-Mail. Meine Produkte für die Gamescom. Hä? Ach, Gamescom Wipes. Bla, bla, bla. Amazon-Bestellung. Meine Frau hat wieder irgendwas bestellt. Mein AirTag ist da, wunderbar. Ich muss kurz meiner Freundin was schicken. Moment. So, AirTag ist da. Und Super Z. Nur noch GT. Hm. Ja, guck's einmal und dann war's das. Dragon Ball DVD-Box. Boah. Viel zu teuer. Vitamine.
So, und bevor es jetzt hier völlig... Bevor ich hier jetzt sabbel, komm, wir gehen in den Boss rein. So. Perfekt. Umhang der Möwe. Optional. Aber erstmal gehen wir jetzt nochmal in den Boss rein. Komm her. Wir hauen den Boss jetzt kaputt. Boah, ist der Controller so klein, Leute! Alter, wenn man die ganze Zeit nur mit dem PS5-Controller spielt, ne, ist das hier winzig. Ey, Borgmann, grüß dich. Der Monitor ist noch voll schief vom. Okay, let's go. First try. Steuerkreuz! Wow. Halt, nicht so, Entschuldigung. Okay, da kann ich nicht stehen. Ja, wie gesagt, Dragon Ball findest du auch nirgendwo on demand irgendwo. Keine Chance. Entweder guckst du sie auf irgendwelchen dubiosen Seiten an, was halt funktioniert, oder man kauft sich die. Dauert hier halt extrem lange, dieser Boss. Oh, Mann! Crunchyroll? Ich weiß gar nicht, ob Raps, moin. Crunchyroll, aber eine Box. Wie viele Folgen sind da drin? 5? 6 Folgen oder so? Ich weiß nicht, hat Crunchyroll Dragon Ball? Hallo Papa. Ich glaube, Crunchyroll hat, glaube ich, nur, wenn du nicht aus dem EU-Land dich einloggst. 28 Episoden, ja, dann brauchst du wie viele Boxen bei 291 Folgen. Viele. Ja, das geht dann natürlich. Dann ist es klar. 291, meine ich. Hat Dragon Ball Z. Also wenn du alle DVD-Boxen dir holen willst, dann rechne das mal hoch. Alter, das ist krank. Das ist echt krank. Ja, das ist verrückt, was das kostet. Dafür kann man lieber ein paar Subbomben hier raushauen. Ja, wo sind die üblichen Verdächtigen, die das in den Chat schreiben? Ha, ha, ha. Okay, meine Schwester macht es. Wenn ich so drauf warte. Ey, Patrick Mann. Grüß dich. Erstmal nur die erste.
Dann ist das Problem, ja. Bleibt es bei der ersten oder holt man sich den Rest dann auf? Ludwig hat es auch auseinandergenommen, ne? Habe ich gelesen mit ihrem Discord. Ich habe komplett Dragon Ball Z noch auf dubiosen DVDs, die hinten im Schrank sind. Ganz komisch. Das ist so eine Mappe. Das ist so eine Mappe, so eine schwarze. Die klappt man auf und dann sind da so ganz viele DVDs drin. So DVD-Rohlinge, wo Dragon Ball Z 1 bis 50 draufsteht und auf der nächsten steht dann 51 bis 80 und so. Und sowas habe ich da noch irgendwo liegen. Ganz dubios. Darf man eigentlich nicht drüber sprechen. Dasselbe bei Dragon Ball auch. Beim normalen. Auch so gibt es auch so komische DVDs, wo halt da so auch so Dragon Ball draufsteht und ja, mit RTL2 Logo, korrekt. Das Problem ist, ich habe keinen DVD-Player in meinem PC. Ich habe keinen Blu-ray, keinen DVD-Player. Wer braucht sowas heutzutage? Wer von euch hat in seinem Computer einen CD-Player oder DVD-Player oder Blu-ray-Player? PlayStation. Boah, das weiß ich gar nicht, ob das geht, Kung denn. Alt F4, dann ist das bestimmt Mike. Mike, danke für 16 Monate. Brauchte gar nicht gucken, wer es war. Hallo Mike. Alt F4, ja, irgendwann im Discord. Okay, ich muss mich einmal, ich will hier nicht stundenlang drin sitzen heute. Mike, herzlichen Dank, mein Lieber. Hey, Leute, meldet euch für den Triforce Cup an bei Nikarchen. Aber ich muss noch mal Werbung im Discord machen dafür. Ich kann leider nicht. Aber ich sehe unsere Fraktionen hier, unsere Gangster sehe ich noch nicht. Mike sehe ich nicht, Küngden sehe ich nicht, die Videogaming sehe ich nicht, Darkbaum sehe ich nicht, Gneider sehe ich nicht. Was ist da los? Belastend ist das. Wie gesagt, ich würde dir, klar ist das geil, aber wie gesagt, ich würde dir super hart davon abraten, weil das geht so in die Kohle. Wenn du jetzt überlegst, du hast jetzt 40 Euro für, sagen wir mal 25, Ruhe. 25 Euro, für 40 Euro 25 Folgen. Dann brauchst du wie viele Boxen? 1, 2, 3, 4, 8. Dann brauchst du 12 Boxen, a 50 Euro. Hallo Mor, wie geht's dir, Mann? Da brauchst du 12 Boxen, a 50 Euro, 600 Euro. Nur für Dragon Ball Z. In DVD. Dass sie im Regal verstauben. Mindestens 20 Stunden, genau. So, und jetzt erste Folge vorbei. Oh,
und Hentai vs. Hogwarts. Ich hab's bei dir mal kurz reingelunzt, aber wollte mich nicht spoilern lassen. Mega, oder? Bin jetzt auch knapp 23 Stunden drin seit Dienstag. Leider extrem geil, das Game. Neun, ja, okay, dann bist du ja nicht weiter. Oder vielleicht doch. Ey, sei du mal ruhig mit du mal. Wo du es nicht spielen kannst, musst du nicht neidisch sein. Neid, Neid. Die allererste Box, ja, dann belass es dabei als Tipp. Ursula! 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 Warum, ernst gemeinte Frage, warum wird die vergangene Nintendo Direct so abgehypt? Ich fand die todeslangweilig. Auch der Trailer von Breath of the Wild hat mich null abgeholt. Null. Deadlocks, moin. Das komische Metroid da, nie gespielt. Ansonsten der Rest, völlig uninteressant für mich. Mario Kart Strecken, okay, die Yoshi, die eine Strecke sah ganz cool aus mit aus Yoshi's Island, die war ganz cool. Aber dann hat sich das auch erledigt. Ich habe das alles geguckt hier links. Ich habe mich extra gemutet, weil ich gehört habe, Kingdom, dass einer, ich bin 20 Sekunden schneller, ich bin 10 Sekunden schneller. Da habe ich keinen Bock gehabt, deswegen habe ich auf Mute gedrückt. Bevor dann einer schon sagt, oh geil, und ich das noch nicht sehe. Nee, deswegen habe ich. Ja, diese Virtual Konsole Dinger, Game Boy, Game Boy Advance, ist okay. Kann ich auch meiner Pocket machen, also uninteressant. Und wie gesagt, Breath of the Wild, es holt mich nicht ab im Moment, echt. Es holt mich nicht ab. Allein dieser Grafikstil, boah, belastend. Mektroll, moin. Guten Abend.
Hey, ich meine, Tears of the Kingdom. Oh, fuck. Tears of the Kingdom natürlich. Wie gesagt, bei wieder Breath of the Wild war ja auch schon so, ja. Da freue ich mich lieber auf Final Fantasy 16 im Juni. So, jetzt aber, kommt her, Leute. Das hier ist jetzt belastend hier. Einmal machen den Boss und dann nie wieder. Alles nur Remake, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie fehlt von Nintendo so ein Wow-Spiel. Aber so hohl, aber so sind, so ist wieder. Alter, ich sollte einfach nicht sprechen. Aber so ist es halt wieder. Einige feiern halt das ab, andere feiern das ab. Von daher alles easy. Wie gesagt, Hogwarts hat mich abgeholt, komplett. Ja, da werde ich auch nach dem Spiel wieder reingehen. Oh, dieser Boss hier, ey, viel zu lange. Metroid interessiert mich so null. Dieses Rumgerolle und Rumgeballere da. PS5. Es läuft einsame Spitze. Kein Absturz bisher gehabt. Schön mit HDR-Bild. Lecker. Es kommt viel zu viel. PC ist, ja, nicht so pralle, höre ich jetzt von mehreren Leuten. Professor Layton. Okay, das war vielleicht, das ist vielleicht ganz cool. War das ein Film oder ein Spiel? Ein weiteres Spiel, ne, glaube ich. Wie viele Hits? Ich habe keine Ahnung. Muss in eine Phase kommen, wo halt dauernd Feuer geschossen wird. Gerade gab es ein Update. Ja, okay, das ist vielleicht für den Razol interessant, weil der spielt es auch auf dem PC. Aber wie gesagt, es läuft einsame Spitze. Wie gesagt, ich hätte es gestern auch streamen können, aber ich finde so Story-Spiele halt todeslangweilig, weil da lehne ich mich lieber in den Sessel zurück, mach zwischendurch Pause, trink was, gib die Cutscenes. Ich hab nichts geskippt, Leute, bisher. Nichts geskippt. Gar nichts. Das Spiel ist super. Also auch das Kampfsystem finde ich mega cool, dass du zwischen allen Sachen wechseln kannst. Du hast halt 4 Slots für Zauber und du kannst dir halt mehrere Slots für Level im Grunde dann erkaufen, dass du dann halt mit R2 und den mit dem D-Pad dann zwischen 4er Sets hin und her wechseln kannst. Das ist ganz geil. Dann bist du halt so flexibel und schnell und bist du halt nicht auf 4 Angriffszauber begrenzt, sondern kannst dann halt auch auf Support-Zauber zurückgreifen halt, ne?
drückst du einfach R2, D-Pad nach links, dann bist du auf der Support-Seite, machst da was, gehst wieder R2 wieder nach oben und zack und schon bist du wieder bei den Angriffzaubern und das ist super. Hier wird nichts gespoilert. Hier wird gesagt, dass die PC-Version ein Update bekommen hat. Das wäre für den Rayzooligan sehr interessant. Was wird gespoilert? Gar nichts wird gespoilert. Kampfsystem ist das Geilste. Oder mit eins der geilsten Sachen. Und hier wird nichts gespoilert, leider. Pickel Peter, moin. Bisher völlig in Ordnung. Ich spiele auf normal. Und das ist völlig okay. Ich dachte, komm. Am Anfang dachte ich, ja, komm, ich bin Stufe 20. Gehst du mal zu einer Nebenquest, die Stufe 30 verlangt. Guckst mal da, ob du das Monster da besiegen kannst. Pff, nein. Nein. Und Retromatik ist auch mitten im Game, voll im Game drin, ne? Hast du dir die Merlin-Robe abgeholt heute zum letzten Versuch? Warst du auf der Seite von denen? Hast du dir die Drops abgeholt? Cool aus, muss ich sagen. Klar, ich renne eigentlich die ganze Zeit mit der dunklen Künsterobe rum. Aber ich habe noch nicht mal mein Reittier. Echt verflixt ist das. Fühl ich. Wie gesagt, ich habe alle Leuchtfeuer, sag ich mal. Leuchtfeuer vor allen Dingen. Die ganzen Transportpunkte habe ich alle freigeschaltet. Also auf der ganzen Weltmap, ne? Kann alle Schlösser öffnen. Auch die Stufe 3 Schlösser. Mario Master 9.
Ist das belastend, ey. Dieser Boss. Dann lieber doch keine Bosse einbauen. Einfach arschlang. Ach, meine Frau ist immer noch positiv übrigens. Aber der Strich ist nicht mehr so hart zu sehen. Der Katze geht's gut. Der wurde ja am Dienstag die Eier abgeschnitten. Also nicht kastriert, sondern sterilisiert. Wie gesagt, die ersten Tage hatte Katja echt schwer zu kämpfen mit Luft und Husten und allem drum und dran. Aber es sollte wohl keine Auswirkungen aufs Baby haben. Aber mittlerweile geht's wieder. Wie gesagt, wir sind alle verschont geblieben, also wir haben uns jetzt auch nicht irgendwie abgetrennt oder so. Und dann haben alle ganz normal weitergemacht. Außer Katja war halt drinnen gewesen. Wir waren trotzdem Kita und Schule und alles drum und dran. Haben uns jeden Tag getestet, aber uns hat's nicht erwischt. Ich glaube, jetzt passiert auch nichts mehr. Nach Sonntagmorgen war sie positiv gewesen. Vergessen, was passierte. Wie gesagt, es wird morgen früh einen Stream geben. Wir sind morgen Nachmittag bis in den Abend rein auf einen Geburtstag eingeladen von unseren besten Freunden. Da hat die Tochter Geburtstag gehabt. Und da wird es morgen früh was geben. Ich weiß nicht, ob ein Zelda sieht, ob wir hier weitermachen. Wenn wir weiter schaffen sollten, gucken wir mal. Also morgen Abend kein Stream und Sonntagvormittag wieder. Weil wenn meine Frau negativ sein sollte, möchte ich was Schönes machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich morgen mache. Vielleicht irgendwie ein Seed oder so spielen, mal gucken. Vielleicht gibt es dann irgendwie einen geilen Hack oder wir machen, wie gesagt, wir gucken mal, wie weit wir hier heute kommen. Verliere akut die Lust. Ja? Ja gut, dann... Denke ich mal, machen wir morgen gemütlich einen Cedarino. Mystery! Danke für 10 Monate, Mann. Zweistellig, Franzen. Zweistellig! Woop. Herzlichen Dank. Danke sehr für den Support von euch allen. Danke sehr.
Weil meine Schwester Zelda nicht mag. Müsste doch eigentlich schon bekannt sein. Hey, hast mich gestorben! Noch ein Jogging-Stream? Ja, eigentlich ja. Eigentlich muss ein Jogging-Stream nochmal sein, weil wir haben ja noch auf der Fitnessuhr vom Geburtstag, ja glaube ich auch 3,5 Stunden oder so noch stehen, ne? Ich hab das nicht vergessen, keine Sorge. Dass ihr denkt, ich habe das vergessen. Mm-mm. Shit. Wie, du schaust danach, was meinst du? Wie du es kaufst oder was? Ich muss nur ausweichen, ja. Nur! Vor allen Dingen. Nur ausweichen, vor allen Dingen. Weil ich einfach zu unkonzentriert bin. Ich muss nur ausweichen, ja. Korrekt. Wenn PC vernünftig laufen würde. Naja, was heißt vernünftig? Wenn du ein paar Frame Drops hast. Klar, wenn es natürlich nur ruckeln würde, dann ist es natürlich scheiße. Aber anscheinend ruckelt es ja nicht. Durchgehend, sondern nur. Manchmal, ja. Musst du mal einen PC-Spieler fragen. Vielleicht sind ja hier welche. Ich weiß nicht, wo Hentai Kamen spielt. Ich weiß nicht, wo Retro Metzi spielt. Nicht groß gestört. Ja, aber wie gesagt, wenn es ist halt wieder so oder so und wieder hat man Glück oder man hat nicht oder kein Glück. Wie gesagt, bei mir ist das Spiel auf der PS5 noch kein einziges Mal abgestürzt. Da habe ich auch schon Sachen gehört, dass man sich da irgendwie gesoftlockt hat, in der Wand stecken geblieben ist und so ein Kram oder nichts bisher.
Und ich habe mich eben extra für euch geduscht vor dem Stream. Toll, oder? Toll, oder? Oh Mann, dieser Boss, ey. Ja, ein besonderes Event. Ist ja wieder ein Stream. Oh Mann, ey, dieser Boss. Was für eine Grafikkarte hat? Ach, was Retro-Metzi für eine Grafikkarte hat. Oh, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich war. Meiner würde das bestimmt. Das heißt gut laufen, aber. Meiner 2070. Ist auch schon alt jetzt, ne? Dann habe ich meinen Rechner geholt, 2018. Gigabyte Radio an RX Vega 56 zum Beispiel gar nichts. Wäre es gewesen? Oh, nee. Nee. Stunt, der, weil er gegen die Wand schneidet, Mann. Und dann war Schluss. Dann muss ich nur ein paar Mal über dem rüberspringen. Thank you.
guck mal, gleich ist es schon 11, 9 Uhr und ich mach schon wieder aus. Das ist doch... Okay, Ruhe jetzt. TJ, moin! An mich? Aha. Geil. Dann gracias. Danke sehr. Dass an mich gedacht wird. Nicht zu kaufen. Kauf Lockwoods, kauf Hogwoods, kauf es, das ist ein schönes Spiel. Man versinkt da drin. Ist ein schönes Spiel. Was? Ah! Hab nicht aufgepasst. Jetzt ist Kingdom schuld. Mir geht's besser, ja. Wie gesagt, nicht krank geworden, Gott sei Dank. Kein Corona abbekommen von der Frau. Ich hab gar nichts gemacht. Der geht's besser, ja. Definitiv. Nur ein Bier getrunken. Ey, ich muss euch die Musik lauter machen jetzt. Sorry. Was ist das für ein Sprung? Alter! Defi, moin. Leute, diese Ache.
weil ich ja kein Geld habe mehr. Wie viel für ein halbes Jahr, Mann? Funktioniert. Ich habe nichts getan. Ich habe gar nichts gemacht. Danke sehr für ein halbes Jahr, Mann. War schön, dich persönlich kennengelernt zu haben in Hamburg. Mega gut, Alter. Was will ich denn? Könnt ihr ewig drinnen bleiben. Er macht es nicht! Zu viel! Hallo Duke F. Razor F. Danke für 25 Monate, mein Bester. Ich hoffe, dir geht's gut. D-Abo. Warte. Red Car, Police Car, Taxi, Auto Rickshaw, Bubble Car, Pickup Truck, Bus, Minibus, Trolleybus, Ambulanz, Fire Engine, Truck, Articulated Lorry, Tractor, Oncoming Automobil, Oncoming Police Car, Oncoming Taxi, Oncoming Bus, Manual Wheelchair, Motorized Wheelchair, Skateboard, Roller Skate, Bike, Scooter, Motor Scooter, Motorcycle, Racing Car, Bullet Train Side, Bullet Train Front, Light Rail, Monorail, Monorail Railway, Railway Car, Tram Car, Train, Station, Tram, Metro, Suspension Railway, Mountain Cableway, Aerial Tramway, Steam Lokomotiv. Small Airplane, Parachute, Airplane, Airplane Departure, Airplane Arriving. Seed, Helicopter, Rocket, Flying Saucer, Satellite, Sailboat, Speedboat, Motorboat, Ferry, Passenger Ship, Ship, Anchor, Ring Boy, Bus Stop, Full Pump, Wheel, Police Light, Traffic Light, Vertical Traffic Light, Construction, Checkered Flag. So, bitteschön. Fahren wir Zug? Nee, wir fahren keinen Zug. Bitteschön! Beschwer dich nicht. D-Abo. Ich hab gehört, es gibt ein
Update für die PC-Version. Kannst du was dazu sagen, Razor? Weil der McTroll, du musst den McTroll überreden, auch das Spiel zu holen. Der will doch nicht so recht. Aufhören! Razor, herzlichen Dank. Über 2 Jahre. Danke sehr. Da wird es keinen Multiplayer geben, leider. Haben sie ja gesagt. Dadurch sollen sie sich das auch nicht kaputt machen. Von daher Singleplayer völlig okay. In meinen Augen völlig in Ordnung. Mach ich mal wieder ein bisschen leiser. Ich bin ja eh nicht so der Multiplayer-Fan. Bist du zufrieden mit meinen Vorleseskills, Razor? War das in Ordnung für dich? Ich hoffe. Ich hoffe, das war okay. Zeit reicht nicht. Denk dir jeden Monat was Neues aus und wenn er das nicht vorliest, lese ich das vor. Versprochen. Falls er nicht vorlesen sollte. Warum war das jetzt so eng? Hallo? Thank you.
Deswegen spielt nicht auf PC, weil PC so viel kaputt macht. An irgendwelchen Spielen. Wow. Und Mick-Troll, hast du es gekauft? 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 Das war Goku 86 Jiren's Revenge. Phil, danke schön! Danke, Phil! Dass du den Moonsong hier reingeballert hast. Ins Ending, ins Credit. Mecke! Alter, mein Freund. Ich hoffe, du hast die letzte Woche gut überstanden. Ich wollte dich geschrieben haben, aber ich wollte dich nicht nerven. Aber ich wollte dich nicht nerven. Alles gut verlaufen. Danke für 100 Bits. Da haben wir's. Die Woche? Okay. Crew, Phil, Klempner ohne Skill, die Video Gaming, Nikarchen, Noviso, Beruga, Havox, Distel Schweif, Arion, Küngden, Claudia, Razol. Guck mal, Kapostel ist in den Credits drin. Er beschwert sich immer, dass er nirgendwo drin ist. Da ist er drin. Overworld, Phil, Nikarchen, Playtesting, Jokka, Feuchtmoon, Hentai, Flio, Pixel, ah, Jiren and Freezer. Hat der Klempner ohne Skill erledigt. Achtung! Nochmal. SMW Claudia, wo ist sie? Wo ist die SMW Claudia? Da ist die SMW Claudia! Sie ist am Start! Da ist sie! Jawohl, Claudia! Kuss an dich! Da ist sie, die SMW Claudia! Und Keks ist raus, ne? Habt ihr gemerkt? Ach, Bocker Postel! Ah, das stimmt! Kuss. Pixelart, Son Goku und Dragon Balls, Nikarchen. Pixelart, Kamek, Phil, Pixelart, Franzen, Distel Schweif! Hier! Diesen! Special Thanks zu Noviso, Speedinia, Pixel Snake, Samexa, Panic Dream, Miss Arki, Lush 50, Dr. Mo, Gamma V, Music, Arian, Beruda, Havox, Hody Each, Sings, Gamma, Infinity, Crispy, Mesa, C, Kevin, Dibby, Dr. Tay, Woggy, Woggy, Milui, Willibidi, Blocks, Noviso, ach, das war überall drinne. Sprites, ganz von Fahrenheit. Überassend wieder. Hufflepuff, Hammer Brothers, Inspiration, Precision 86, Catalysm, Rift War 2, Shoutouts, Denzin, Noviso, Pixelsnake, Mac, Mecca! Crystal, Razol, eine, guck mal, hier ist Razol 91 drin und da vorne ist, da vorne war nur Razor ohne 91. Und hier ist Keks, ist auch noch mit drin. Jokerstream, Feuchtbund, Hentai, Seflio, Shedros, Sonnenkrümel, Viruga, Havox, Strahlein, Currykarl, Bonsai-Bier, Lordfuhrer, Fura, Kid Icarus, Gizmo, Zenaida,
John Phillips, Tastingo, Pedro, Dinosaurier, nochmal Claudia 83, Steffi 4689, Sokaberg, okay, den kann man rauslöschen, The Video Gaming, Sakaya, Freestyle, Dark Style GX, Dark Tree, Klamaker, mal wieder Kreisel. Mal wieder Kreise. Klamaka, Junge! Nafa, Lush 50, Kapostel, Panic Dream. Und wieder Claudia vor Kapostel. Panic Dream, Zanian, Chambo, Langfisch, Schmachti, Voxic Taste, Jasko, Cartoon. Thanks for playing. Einfach die besten Leute in den Credits. Keine Special World? Der hat die Special World Level rausgenommen, Leute. Der hat die Special World Level rausgenommen. Frech. Ja, dann haben wir nur noch Umhang der Möwe, ne? Hast du wohl nicht verdient. Bin zu schlecht. Bin zu schlecht, Duke. Animal Crossing habe ich gesuchtet, ja. Wisst ihr, was das Schöne in Animal Crossing war? Wisst ihr, was ich da am liebsten gemacht habe in Animal Crossing? Ich bin zu Claudia auf die Insel geflogen. Ich bin zu Claudia geflogen. Und habe überall Lichter ausgemacht. Ausgemacht und sie musste die wieder überall anmachen. Oh, so schön. Oh. Hat er nicht nur einmal gemacht. Und ich hatte einen dubiosen Keller. Ich hatte einen dubiosen Keller gehabt, wo Claudia mal ohne Klamotten mal drinne saß. Scheinwerfer links und rechts und Kapostel und ich saßen denn da und haben. Ja. Ja, egal. Ja. Da war was. Dieses. Boah. Was für die Switch? Horizon, irgendwas? Wie hieß das? Normal. Ich glaube, die Stacheln sind ein tiefer, glaube ich. New Horizon war das, genau. Oder war das so? Ich glaube, das ist geblieben, glaube ich, das Level hier. Schneuzer, Alter.
Mach's gut. Ich werde das hier nicht schaffen. Aber wir haben es fertig. Bist du jetzt durch, Mecke, oder kommt da noch was? Du hast deine Bitszahl versaut übrigens. Hast ja ein bisschen Pause jetzt. Muss ich da schweben? Boah! Ja, Arbeit ist ja... Arbeit bleibt ja. No! Aber so soll es sein. So muss es sein, wie ich es gerade gemacht habe. Und dann knall ich dagegen. Darf ruhig ein weiter nach rechts die Sache. Mann, ich will doch einmal in den Fliegen kommen. Aber wir können.
hier reinschreiben, dass es 20 Exits sind, nicht nur 19. Warum sind die so niedrig? So, und bei den 20 Exits wird es bleiben, 19 Exits. Junge, da einfach die Zweierlücke da! Ich komme da nicht drauf auf die Sau. Zu viel Schiss. Zu viel Schiss. Das Shell-Level hätte ich gerne gespielt, aber das gibt's anscheinend nicht. Ich schaff noch nicht mal den ersten Trick. Nee. Oh.
Aber war an der Feder vorbeigesprungen. Auch gut. Boah, es nervt. Okay, das macht keinen Spaß. Alles erledigt, Leute. Ich kann noch nicht mal ins Cave-Level von P86, das nervt. Weil ich dieses andere Kack-Level davor noch nicht geklärt habe. Alle Joker, Mann. Ey, das Level ist keine Chance für mich. Ich bin einfach zu schlecht. Ich hab null Routine in so harten Cape-Dingern hier.
Aber Progress. Wow, wie hab ich das hingekriegt? Und das ist, wie gesagt, optimales Level. Ey, Fransen, trink mal was. Ich glaube, das werde ich hier nie clearen. So, hier, Prost, ich habe Vitaminzeug. Du sag mal, wann ist eigentlich dieses Ambivalenz... Nee, nicht Ambivalenz, sondern wie hieß der Hack noch, der gerannt wird, wo ich auch mich angemeldet habe. Und ich nicht weiß, wann es losgeht oder wie der Hack heißt. März. Das ist, nee, Ambivalenz ist das nicht, ne? Heißt der Hack? Doch, Ambivalenz. Alter! Das macht keinen Spaß. Wirklich. Das werde ich auch nicht weiterspielen. Das ist halt so belastend, dieses. So, was machen wir jetzt noch? Eine halbe Stunde. Gibt's noch irgendwas Geiles, Neues? Yoshi's Island, genau. Morgen früh gibt's einen Stream. Nicht morgen Abend. Morgen Abend gibt's keinen Stream, Klugi. Morgen früh vielleicht. Morgen früh auf jeden Fall. Morgen Abend nicht.
Ein paar Tode farmen, genau. Ein paar Tode farmen wir jetzt. Nick G, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Grüß dich. Nicky G, meine ich. Nase juckt, ne? Krass. Ja, ich komme da ja noch nicht hin. Ich muss das ja noch vorher machen. Joker, ich muss das vorher noch machen. Zumindest den ersten Part, der sah ganz annehmbar noch aus. Ich muss einen Bogen springen. Nicht vorher festhalten auf dem zweiten Rope. So nämlich. Nee, erst rechts, dann links. Moment, wo... Boah, ich hab's vergessen. Hab's vergessen! Ich glaube, erst links stehen, dann rechts rüberlaufen. Oder andersrum. Wir werden es rausfinden. Erst links, dann rechts rüber, dann den abwarten und dann links rüber, okay. Aber es klappt doch bisher ganz gut. Links stehen bleiben, rechts rüber, den abwarten, links und da durchspringen! Okay, mit dem Normal Jump bitte. Ups. Zu früh fest gehalten.
Noch ein Warten. Wenn ich unten bin, dann rüber. Das war ein zu früh. Ups. War ein zu früh. Warum war das Pattern jetzt anders? Kommt mal an, wie ich auf dem Ding stehe, ne? Wie früh ich die Bälle trigger, oder? Oh, es hat gerade im Nacken gezogen. Das war nicht schön. Ach, habe ich euch erzählt, dass wir einen Schulranzen für den Kleinen gekauft haben am letzten Wochenende? Beziehungsweise für den anderen Großen. Hallo, hier, wir haben keine kleinen Kinder mehr. Okay, bald habe ich wieder ein kleines Kind, aber für Jona. Jetzt rüber und... Oh Mist, vergessen zu springen. Nach dem Discord, ja genau. Millionen für bezahlt, habe ich. Er ist glücklich. Oh, wisst ihr? Ey, Leute, ich muss eben kurz... Also, kurze Randstory. Ich habe seit gefühlt, ich glaube, seit 2 oder 3 Jahren meinen Ehering nicht getragen, weil der mir zu klein geworden ist. Oder meine Dingfinger zu fett, keine Ahnung. Und hat 269 gekostet. Ich habe jetzt ihn zum Juwelier gebracht, vorletzte Woche. Damit er ein bisschen größer gemacht wird. Und er ist wieder da. Auf Hochglanz poliert. Und. Er passt wieder. Und ich kriege ihn auch ganz normal wieder ab. Hab mein Ehering wieder um. Juhu! Freu mich. Wirklich. Und das hat jetzt nur, das vergrößert hat jetzt nur 20 Euro gekostet. Was heißt nur, aber. Kette und Schlüsselanhänger, auch eine schöne Idee. Oder direkt tätowieren. Nee, das finde ich nicht so pralle. Aber auch da wieder jeden das Seine. Yes! Nein! Wie gewonnen, so zu Ron in dem Moment gerade. Rüber, ja und nein! Also werden wir hier Progress sehen noch in 20 Minuten, dann mache ich noch weiter. Aber stagniere ich hier, mache ich aus und gehe wieder in Hogwarts rein. Dann kann sich MacTroll auch Hogwarts kaufen und auch anfangen zu spielen. Okay, wovon ist das abhängig? Wieder nicht.
Wollen wir das zusammen durchgehen? Soll ich die Steam-Seite aufmachen? Und ich leite dich. Mach ein Tutorial für dich. Ey, Leute, es gucken sich jetzt gerade aktuell, ich weiß nicht warum, aber sehr viele Leute mein YouTube-Video an. Zum Rando-Guide, A Link to the Past, 100% Guide. Der hat auf einmal in der letzten Woche so viele Aufrufe generiert. Ich denke so, wo kommen die auf einmal her? Krass. Ich weiß, dass das Video vor einem Monat, als ich mal reingeguckt habe, irgendwie 98 Aufrufe oder so hatte. Und jetzt innerhalb der letzten Woche sind da irgendwie 300 Aufrufe dazugekommen. Ich weiß nicht warum. Ich habe dafür null geworben oder so. Frag mich nicht, wo auf einmal die ganzen Aufrufe herkommen. Und ich kann ja auch sehen, wie lange sich die Leute die Videos angeguckt haben, ne? Ey, das wurde so oft komplett durchgeguckt. Von Anfang bis Ende. Krass. Hat man ja im YouTube-Dashboard so einen Punkt, wie lange wurde es angeguckt und so halt, ne? Zu Parma F5. Hey. Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären, wieso. Also, klar, freue ich mich, dass es ein paar Aufrufe hat, aber bringt tut mir es ja nicht, weil ich habe ja YouTube nicht monetarisiert oder irgendwie so ein Kram. Solange ich damit Leuten helfen kann, die sich das angucken, freue ich mich. Okay, das ist echt seltsam. Ein teures, schönes Videospiel. Nett, ich weiß nicht. Doch eigentlich schon. Sag jetzt Butterbuddy-Fische, mach das jetzt, los. Das ist ein super geiles Spiel, es rentiert, es lohnt sich. Wirklich, es ist kein Spiel, wo du jetzt nach einer halben Stunde sagst, boah, kein Bock mehr. Der Anfang ist ein bisschen schleppend, ja.
bis man wirklich zu dem Punkt, Zeitpunkt, zu dem Punkt kommt, wo man vernünftig handeln kann. Dauert aber nur 15, 20 Minuten oder so. Dann lohnt sich das, schwöre. Wirklich. Das ist viel geiler, das Muster hier. Komm, mach es, los! Ey, danke dir, Mann. Ich habe deinen Kommentar gesehen, bester Mann. Und soll ich ausmachen, MacTroll? Blundernator, ich danke dir. Ich habe mich sehr über deine beiden Kommentare gefreut, wirklich. Ich glaube, da war noch ein Kommentar, den konnte ich aber noch nicht beantworten. Das mache ich aber noch. Wie gesagt, die letzten zwei Wochen viele Likes dazu bekommen, das Video. Viele Aufrufe. Ein Applaus bitte für MacTroll in den Chat. Bitte Hashtag Ehrentroll. Bitte Hashtag Ehrentroll. Ups. Ehrentroll, jawohl! Du wirst es nicht bereuen. Und wenn doch, dann... lass es dir zurückerstatten. Jan Bartu, moin. Mach davon einen Clip, bist sicher Verkäufer des Monats. Ich? Ich hab ja nichts davon. Ich habe noch nicht mal Provision oder so gekriegt. Nix! Nix! Ey, Mystery, danke für dein Geschenk-Abo an Blundernator. Danke sehr. Mystery 007 gifted a Tier 1 Sub to Blundernator. They have given 12 gift subs in the channel. Herzlichen Dank. Spaß mit den Emotes beim Benutzen, egal auf welchem Kanal. Danke, Ehrenmystery. So, MacTroll, dann jetzt runterladen. Du kannst es heute eh noch nicht spielen. Aber du musst noch 150.000 Millionen Gigabyte runterladen, dann noch
50 Millionen Patches und also morgen Abend kannst du spielen. Hättest du es mal vorher gemacht, dann hättest du vielleicht noch heute spielen können. Beste Emotes, der Kamek und die Pipe. Nein, kann er? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Und gespielt. Heute hast du 5 Millionen Patches erst. Nein, musst gucken, wie schnell deine Leitung ist. Wenn es schnell geht, dann super. Dann let's go. Warte die 89 GB. Die 9.1... Nee. Moment. Zurück in die Zukunft. 1.31 Gigawatt, nee. 1. Wow! Zurück in die Zukunft, als der 1,21 Gigawatt, nein. 1.21 Gigawatt. Doch, 1.21 Gigawatt, genau. Hä, Essen? Hallo, du bist in Hogwarts Leiter, kannst du nicht essen. Ist mit dir nicht richtig, McTroll. Du setzt keine Prioritäten. Ihr geht gleich noch essen. Das ist 9 Uhr, wo geht ihr noch essen? Ein Dönermann, oder wie? Das Einzige, wo ich halt safe weiß, wo ich immer hingehen kann, ist McDonald's. Oder wir haben so einen Burgerladen, so einen American Diner. Der hat auch immer auf. Plundernator, mach das mal. Mach das. Viel Spaß. Und danke nochmal für deine YouTube-Kommentare. Wirklich. Sehr, sehr nett von dir. Danke sehr. Okay, ich glaube, wir kriegen keinen Progress hier hin. Leute. Ich habe nämlich auch noch Hunger. Oh, wisst ihr, was ich mir gestern geholt habe von der. Käsetheke? Ein Käse. Mit Zimt. Ein Käse mit Zimt. Der war super interessant. Der hatte so ein starkes Aroma. Sehr, sehr, sehr pikant, sag ich mal. Und dazu halt noch im Abgang so eine leichte Zimtnote. Das war ganz geil, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss mir mal mehr Käsesorten probieren, weil Käse ist eigentlich ganz geil. Nicht nur langweiligen Gouda, sondern es gibt schon richtig coole Käsesorten.
Tricolor habe ich da auch gesehen. Da gab es auch einen Käse mit Whisky. Also von derselben Firma, wie die den Zimtkäse gemacht hat, diesen Zimtkäse gemacht hat. Wie gesagt, also Käse, ich glaube, ich muss mich da mal mehr rantrauen. Hat verschiedene Geschmacksrichtungen und so weiter, aber man kauft immer nur denselben Käse und das ist langweilig. Käse ist eigentlich so geil. Was ist bei euch da? Seid ihr, sagt ihr Käse, oh nee, muss nicht sein? Oder sagt ihr Käse, ja, gibt es geile Sachen? Was auch wieder Geschmackssache, ne? Ach Mist, aufbleiben. Junger Gauder, ja, das ist halt. Junger Gauder ist halt. Ist halt das Nonplusultra halt, ne? Aber als ich da gestern oder vorgestern an der Käsetheke bei uns bei Edeka, die haben eine riesen Käsetheke, da stand und mir gesagt, ich so, oh, der klingt ja interessant mit Zimt. Und die gesagt, ja, wollen Sie mal ein kleines Stückchen probieren? Ich so, das wäre super, wenn Sie es machen könnten. Ja, Sie können auch mehr probieren. Müssten nur vorher mal Bescheid sagen. Und dann würden wir Ihnen mal so eine kleine Auswahl an Sachen zusammenstellen. Ne, an so kleinen Probierportionen oder so. Würden dann einen schmalen Taler halt dafür zahlen. Und dann können Sie die Platte mitnehmen oder so eine Auswahl mitnehmen. Und dann probieren Sie mal. Ohne jetzt immer direkt eine dicke Scheibe kaufen zu müssen. Fand ich ganz interessant, das Angebot, muss ich sagen. Und dann hat man da nicht, so wie Lord Hämchen gerade sagt, 1000 Sachen liegen in Scheiben. Und ist es dann nicht. Oder? Weil dann sind das wirklich. Also was habe ich an Probierportionen gekriegt? Hier. Diese Größe hier. Hier. Diese Größe war das gewesen. Also wenn das jetzt der Controller ist, diese Größe. Hatte ich so ein Probierstück. Und das reicht auch. Beißt du einmal ab, beißt du zweimal ab, dann hast du ja schon einen Geschmack. Und wenn du davon dann halt so 10, 15, 20 Stücke hast, dann bezahlst du halt einmal irgendwie, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt genau gesagt hatte. Und dann kannst du dich da durchprobieren. Ups, oh, ich habe nicht umgeschaltet, die Szene. Wisst ihr, was ich meine? Das klingt doch geil, oder? Coole Szene. Ja, ich glaube, da muss ich mal nachfragen. Da muss ich links stehen weiter. Oh.
Ich habe noch was von dem. Weil da habe ich mir jetzt zwei Scheiben von gekauft. Also zwei Scheiben schneiden lassen von dem Zimtkäse. Stimmt, so fruchtiger Käse ist bestimmt auch geil. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt, glaube ich, echt geile Käsesorten halt, ne? Aber das Problem ist, viele nutzen das dann halt auch aus, ne? Wenn sie auf irgendwelche Märkte gehen, die gehen da hin, nicht um zu probieren, sondern nur so zu tun, als wenn sie zu probieren wollen und sich einfach durchessen für umsonst. Das finde ich halt schade, weil das schreckt dann die Leute ab, die wirklich oder daran leiden dann die drunter, die wirklich nur probieren wollen, um rauszufinden, was sie, wovon sie mehr holen wollen halt, ne? Aber solche Schnorrer gibt's halt immer. Die sich das ganze Leben durchschnorren und das ist, kann ich nicht ab. Wird man leider nicht vermeiden können, nee. Und das finde ich halt nervig. Wenn die da nur hingehen oder dann absahen und... Der eine würde jetzt sagen, ja, klug, müssen Geld sparen und so weiter. Ja, aber leiden halt die anderen drunter, die wirklich nur probieren wollen, um rauszufinden, mag ich das, kaufe ich davon mehr? Anstatt die, die sich da durchfuttern. Genau, Probierpaket. Ich habe nichts gegen Probierpakete. Null. Ich zahle da auch gerne einen kleinen Taler für. Also nicht halt für das komplette... ja, egal. Nach 50. Geil! Geil. Nee, ich gehe jetzt auch gleich offline, nur deswegen. Ich kann mich gerne auf Discord anschreiben über deinen Account. Der hat kein Problem. Und dann kann sie sich bei mir beschweren. Habe ich kein Problem mit. Verweise auf mich, bitte. Ja, verweise dann bitte auf mich. Dass ich dich gezwungen habe. Ich dich gezwungen habe. Komm, bis Viertel nach machen wir noch und dann ist es schick im Schacht. Hier gibt's gerade keinen Progress. Thank you.
Habe ich dir schon gratuliert? Ich glaube, ich habe das schon mal gelesen, oder? Kann das sein? Oh, peinlich, peinlich, peinlich. Doch, du hast das schon mal erwähnt. Doch, alles Gute nochmal. Doch, du hast das schon mal erwähnt gehabt, mal, glaube ich. Keine Angst. Doch, du hast das schon mal gesagt. Weißt du was? Weißt du, was ich mache? Ah, dann alles Gute! Weißt du, was ich mache, McTroll? Muss mich nur dran erinnern. Wenn deine Frau meckern sollte, sag, okay, dieser Fransen86, schickt euch ein Paket einer Windeln zu, ja? Der schickt euch ein Paket einer Windeln zu, okay? Wollen wir einen Deal machen? Dann ist sie besänftigt. Deal, alles klar. Machen wir. Machen wir, mach ich. Ich guck, irgendwo müsste ich ja die Adresse noch haben, wenn das die immer noch dieselbe ist. Und dann let's go. Ehrenfransen hält sich an sein Wort. Du schickst kein Käsepaket. Schön im Sommer ein Käsepaket, dann schicke ich auch ein schönes Käsepaket. Ehrenfransen ist so. Steht's immer im Wort. Mein Wort in Gottes Ohr. Mach ich. Wenn Hogwarts im Austausch gegen eine Packung Windeln. Hallo, es geht um die Geste. Aber alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Wirklich, ich freue mich sehr. Nennt es nicht Fransen, bitte. Gegenrechnet. ein Paket Windeln. Da sind glaube ich 20 Stück oder so drin. Irgendwas ist mal am Nacken. Ist nicht schön gerade. Muss eh noch ein Paket fertig machen. Kann das mit weggeschickt werden, zeitgleich. Also wir hängen hier seit 40 Minuten an denselben Stellen rum. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, jetzt hier irgendwas noch auf Krampf zu spielen. Goku haben wir fertig gemacht, außer das Level, was ich niemals schaffen werde. Echt nice von dir, ich weiß. Aber ich habe dich auch gedrängt dafür, ne?
Manchmal vergesse ich, dass ich spiele. Das ist so witzig. Manchmal ist es so, denke ich ja, okay, du spielst, aber du weißt gar nicht, was du spielst. Du machst einfach und Chat ist wichtiger. Und es ist halt gerade so, was halt gerade einfach lustig ist. Ja, nicht lustig, aber es ist eine schöne Runde. Schöne Diskussion gerade. Wo mir Troll leider Ärger kriegt. Tut mir leid. ich mich mit Windeln rausgekauft habe, dass ich nicht schuld bin. Gute Nacht, Schatz. Ich mich rausgekauft habe aus der ganzen Nummer. Ach Leute, wisst ihr was? Komm her. Lass uns hier den Kasten ausmachen heute. Lasst uns ausmachen. 33.812 Tode. Lasst uns den Kasten ausmachen. Dann kann McTroll in Ruhe spielen. In Ruhe seinen Download in die Höhe treiben. In Ruhe den Download in die Höhe treiben. Und dann passt es. So, worauf habt ihr denn Bock? Habt ihr Bock auf Mario? Habt ihr Bock auf Hogwarts? Habt ihr Bock auf Legend of Zelda? Habt ihr Bock auf Retro? Habt ihr Bock auf Dark Souls 2? Na komm, ich schicke euch zum lieben Daffil rüber. Spielt Sauna World. Ja, komm her. Freut sich drüber. Wie gesagt, wer noch Bock auf SMW hat, kann da gerne noch reinschauen und da bleiben. Wer was anderes spielt, darf natürlich gerne sich selbst an den Rechner setzen oder irgendwas machen. So, ihr Lieben, wir sehen uns morgen früh mit einem schönen Randomizer-Seed höchstwahrscheinlich. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst liebe Grüße da und bis morgen. Ich gehe jetzt noch mir was zu essen organisieren und dann geht's in die Hogwatch. Gute Nacht. Schlaft schön. Bis dann. Danke für euren geilen Support. Ich hab euch lieb. Alle, so, ab geht's, rüber. Tschüss mit Ö und McTroll. Du kriegst das Paket. Ja, tschüssi.